Namaste, guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Morgenmeditation am Wochenbeginn am Montag. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation. Lass alles los an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten, alles, was dich in diesen Tagen beschäftigt, lass es einfach los und sei relaxed. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Halten, 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 halten und ausatmen. Noch einmal. Halten, 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 halten und ausatmen. Zur weiteren Unterstützung und Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana während des Tages öfters üben. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Kinn parallel zum Boden. Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen,
Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir, als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach nur den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter wirst.
Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Hum. So. Hum. So. Hum. Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren.
Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und fokussiert, beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Wesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zuversichtlich, optimistisch, friedlich und friedvoll, erwacht zu ihrer wahren Natur. Lächle ihnen zu und habe Mitgefühl, sei freundlich, sei gelassen, sei dankbar. Sieh dich selbst gesund, zuversichtlich, selbstbewusst, erwacht zu deiner wahren Natur, freundlich und friedvoll, konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass in dieser materiellen Welt nichts von Bestand und alles in Bewegung und Veränderung ist. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch über 7 Lektionen im bewussten Leben, über Tapas. Tapas sind disziplinierte Maßnahmen der Reinigung und Klärung und führen zur Vervollkommnung des Körpers, des Geistes und der Sinne.
ein kleines technisches Problem. Ja, Tapas wird in den Yoga-Sutras von Patanjali beschrieben und das möchte ich dir jetzt hier zeigen. Disziplinierte Maßnahmen der Reinigung und Klärung führen zur Vervollkommnung des Körpers, des Geistes und der Sinne. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Der Körper wird gereinigt, geläutert und verfeinert durch ein gesundes Leben, nahrhafte Lebensmittel, saubere Umweltbedingungen und überbewusste Einflüsse, die fließen, wenn wir spirituell bewusster werden. Wenn notwendig, können Reinigungsprozeduren zur Entgiftung des Körpers angewendet werden. Die subtilen Kanäle, durch die Lebenskräfte in der Wirbelsäule und im Gehirn fließen, werden durch Pranayama-Übungen und spontane Bewegungen der Kundalini-Energien gereinigt, die zirkulieren, wenn sie erweckt sind. Der Geist wird durch sattvische Einflüsse gereinigt, die vorherrschen dürfen, und durch regelmäßiges Üben des überbewussten Samadhi. Tapas, Selbstdisziplin. Ja, lass uns am Schluss noch gemeinsam, gerade für diesen Wochenbeginn, ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ja, ich wünsche dir einen tollen, harmonischen Wochenbeginn in dem Bewusstsein von Tapas, Selbstdisziplin. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.